Yo, YouTube, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Ich muss mal wieder ein bisschen was im Voraus aufnehmen. Bin hier gerade in Korea, in Seoul. Ich check mal, dass wir die Tage auf jeden Fall Stream hinbekommen. Ich hoffe, Sound und alles passt soweit. Let's go. Die Real Life Guys, meine Freunde, haben ein XXL-Staudamm gebaut und ich finde solche Sachen extrem geil, weil es irgendwie von mir immer schon mal ein Kindheitstraum war, ein komplett natürliches Nassbiotop, dem kompletten Lebensraum zu entreißen und verschiedenste Tierarten in einer riesigen Wassermasse zu ertränken. Ich meine primär einfach einen Staudamm zu errichten. Wir haben das als Kinder alle gemacht. Ich liebe den Scheiß, wir gehen rein. Let's go. Ola, shut up, mate. Shut up. Geh alle hier, mate. Wir gehen rein. Let's go, Chat. Unser Ziel ist es, diesen kleinen... Hier ist kein Chat, oder? ...Bach so hoch zu stauen, dass ein Mini-Badesee entsteht, in dem wir am Ende schwimmen können. Dafür haben wir uns zusammen mit unseren Freunden ein Wochenende Zeit genommen. Wie hoch wir gekommen sind, seht ihr in diesem Video. Okay. Als Kinder haben wir schon voll oft versucht, in einem Bach einen Staudamm zu bauen, aber sind nie wirklich hochgekommen. Und ja, jetzt als Kind kann man sowas auch nicht. Übertreiben es aber komplett. Oh ja, Digga, geil. Ich so wie früher auch immer und schmeißen hier ganz viele Steine rein. Ey Jungs, was muss doch geplant werden, oder? Man kann doch nicht einfach so... Digga, Kindheitstraum. Die erfüllen einfach meinen eigenen Kindheitstraum. Man war als Kind viel zu schwach für sowas. Jetzt kann man, Digga, jetzt kann man mit erwachsenen Leuten so richtig geil, man könnte theoretisch, wenn man will, das komplette Nachbardorf einfach ertränken, na und? Ja, Digga, steck das Moos in die Lücke. Meine Haare! Oh, Fritz Meinecke. Geil. No joke, geiles Projekt. Das Moos ist echt perfekt zum Abdichten, ist richtig geil. Uns hat es richtig gut getan, mal wieder draußen zusammen mit unseren Freunden in der Natur zu sein. Gerade nachdem wir in der letzten Zeit so viele komplizierte Projekte umgesetzt haben. Es ist endlich wieder eines von diesen Projekten, was so jeder machen kann. Ja, true. Auch, true. Aber vielleicht auch nicht sollte. Frag mich immer, ob das so Folgen für die Natur mäßig hat oder ob das über Shit ist. Kann ich genau einschätzen, wa? Wir sind jetzt ungefähr eine Stunde am Bauen und der Staudamm ist jetzt etwa 50 cm hoch. Das dauert auf jeden Fall ein bisschen länger als gedacht, aber das Fundament sieht schon mal sehr stabil aus. Also ich habe richtig Bock hier. Das ist nur das Fundament. Muss ein richtiger See werden. Okay. Digga, wenn man sich einen kompletten See baut, natürlich mega geil zu schwimmen. Mit einer Säge, um unseren Staudamm noch höher zu bauen. Okay, verstehe ich. Oh ja. This tree is for real dead. Gut, dass sie tote Bäume nehmen, wichtig. Ja, der ist komplett dead, das sieht man. Holy shit. Ey, so einen kompletten Badesee sich selber zu machen, auch Traum eigentlich, ne? Vor allem, wenn nur du weißt, wo der ist. Ey, Jungs, das ist ein geiles Projekt. Das ist übergeil. Digga, der Wasserspiegel steigt halt schon. Mittlerweile ist es schon ein richtig kleiner Teich geworden. Crazy. Ich habe die ganze Zeit noch so Steine richtig weit aus dem Wasser geguckt. Mittlerweile guckt einfach kein einziger mehr raus. Das ist schon krass. Krass, ich hätte nur die Steine vielleicht alle rausgeholt, damit man da noch reinjumpen kann und so, oder? Also ich weiß nicht, wenn da jetzt irgendwo ein Stein drin liegt und dann, also Kopf, also nur... So langsam hat sich echt rumgesprochen, dass wir hier einen Staudamm bauen. Ach, die ganzen geil. Kinder aus der Umgebung sind jetzt hier angekommen. Wie nice. Die helfen jetzt alle mit. Ah ja, Kinderarbeit, so ein Ding. Ja, befürworte ich, finde ich gut. Ja, lass die Kinder arbeiten, dann sollen die noch was Sinniges machen. Du bist schwach, du bist ein schwaches Kind. Trag den Stein besser. Entschuldigung. Leute, guck mal, so sieht ein harter Arbeiter aus. Komplett nass. Willst du irgendwas dazu sagen? Nee. Aber geil, beste Kindheit. Richtig gut, richtig gut. Voll nice, wir dass die mitmachen dürfen. Wir gerade ein Camp auf, weil wir heute Nacht draußen schlafen und es ist schon richtig schön. Ey, geworden. Wie geil, Mann. Kindheitstraum. Damit unser Camp was Besonderes ist, haben wir hier unseren mobilen Hot Tub dabei. Was haben die dabei? Einen Whirlpool? Oh, Bruder. Ist das krank. Wassermelone? Ja, auf jeden Fall. Ey Mann, das ist so ein Sommer, wie man ihn eigentlich haben soll. So schön, Mann. Ah, danke schön. Digga, und ich bin hier mit scheiß Tobi, Alter, wirklich. Ey, warum machst du das die ganze Zeit? Zieh dich mal bitte wieder an, ja? Boah, das ist echt geil. Ist das cool. Geil, Mann, geil. Lisa, seid ihr nicht eigentlich zum Staudammbau gekommen? Ja, aber hier drin ist schön warm. Nach dem ganzen Spaß ging es dann mit voller Konzentration weiter. Boah, wenn ihr das am Fuß landet, aua. Aber ehrlich geil. Das läuft ja hier wie am Fließband bei euch. Das ist ein Fließband. Crazy, Mann.
Digga, irgendwie habe ich jetzt auch voll Bock auf so ein Projekt. Wisst ihr, was witzig ist? Wenn Montana Black jetzt da vorbeigehen würde, würde der den Staudamm sofort wieder abbauen, weil keiner flutet den Ilsebach. Geht so nicht. Hier bitte den passenden Monteclip einblenden. Also das ist ja jetzt schon wieder bodenlos hier am Ilsebach. Leck mich am Arsch. Und Omi wird balancieren. Sie wollte es alleine machen, aber ich glaube, sie fällt ins Wasser gefühlt. Ist ja auch nicht mehr die Jüngste. Oma, ich sehe schon die Arschbombe. Boah, Junge, schon krass. Der ist schon gut dicht. Wir haben jetzt wieder hochgebaut, aber das Wasser fließt irgendwie noch komplett durch. Deswegen stopfen wir das jetzt einmal nochmal und dann sollte das Wasser nochmal ordentlich steigen. So, ich mache jetzt noch ein paar Besorgungen für den Staudamm. Ist hier vielleicht nicht verkehrt, oder? So, wenn da so, sonst läuft es ja irgendwann über. Weißt du, also, na, also. Gute Dusche. So ein geil, aber wirklich. Krass, wie hoch der auch ist. Genau die richtige Stelle gefunden. Wahnsinn, Wahnsinn. Ich glaube, so ein bisschen Wasser muss ja da durchkommen, oder? Ey, wir haben den Fluss jetzt schon fast 40 Meter aufgestaut. Und deswegen haben wir uns jetzt überlegt, hier einmal durch den Wald zu surfen. Was? Was haben die vor? Wie soll das denn gehen? Oh mein Gott, dass man ihn ranziehen kann. So, wir sind jetzt bereit für unseren ersten Test. Schau mal, wie es wird. Bist du aufgeregt? Ah, ein bisschen. Wie geil. Einfach, oh mein Gott, Wasserski-Shit. Ey, ist das nice. Aber wenn er Eier hat, springt er da runter. Digga, man kann mit so simplen Sachen so viel Spaß haben, wa? Crazy nice, wirklich cool. Digga, ist das geil. Wir haben echt nicht damit gerechnet, dass es so viel Spaß macht, krass, und so gut funktioniert, durch den Fluss zu surfen. Der Tag ist ja nicht dieser Arzt von TikTok, der so immer so Wurzeln isst und sowas, der so übergesund ist, wo alle sagen, dass der 1000 Jahre alt wird. Sich dann im Ende zu. Digga, das sind Jungs, Sommertage, die man nicht vergisst. Johannes dann auch den Staudamm weiter. Ich hab mir das jetzt aus dem eine Isomatte geholt. Ich hoffe, die verbrennt hier nicht neben dem Feuer. Oh, die erste brennt schon. Ich finde, der Boden hier ist weich genug, seitdem wir auf den Philippinen auf dem Bambus geschlafen haben. Stört mich das irgendwie gar nicht mehr. Crazy. Wie geil. Guckt euch das mal an. Junge. Guten Morgen. Nach das sind die Sommertage. Haben wir nochmal richtig Gas gegeben und die letzten Löcher zugeschaufelt. Digga, die meint es wirklich gern. So geil, Mann. Der Staudamm ist jetzt endlich fertig, aber bevor wir euch den jetzt zeigen, habe ich noch eine coole kleine Ankündigung. Wir müssten. Und zwar haben wir im Moment richtig viele Rabatte Netz im Shop. Dadurch. Da gibt es zum Beispiel unseren legendären Surfponcho oder auch richtig viele T-Shirts. Also seid sicher, was ihr euch dabei schaut, da gerne ich hab schon. Und dann war der Staudamm nach 2 Tagen harter Arbeit endlich fertig. Crazy. In der Zeit ist aus einem idyllischen Bach ein kleiner See geworden. Hey, cool. Wenn sich jetzt halt irgendwelche Tiere auch ansiedeln, voll geil. Ich mega so, nice. Ich finde so hoch, das ist, wenn man von hier unten kommt. Ich hätte nie gedacht, dass wir so hoch kommen. Das sind jetzt locker 2 Meter. Am Anfang haben wir die Balken hier hingelegt und ich habe gedacht, dass das schon unrealistisch ist. Und jetzt sind wir einfach noch mal einen halben Meter oben drüber. Hier oben ist jetzt so eine richtige Brücke. Ich finde es echt mega schön geworden. Hey, ich würde sagen, wie wir geil. Springen jetzt einmal rein und schwimmen hier eine Runde. Digga. Ich kann hier nicht stehen. Nice, wie nice. Crazy. Das ist so krass, wie weit dieser Fluss gestaut ist. Nochmal ganz, ganz vielen Dank an alle, die jetzt dazugekommen sind und hier mitgeholfen haben. Ich glaube, ohne euch hätten wir das echt nicht geschafft. Ich hoffe, dass euch die Auktion motiviert hat, auch aus sowas hätte ich irgendwie auch mal Bock. No joke. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr im Camp organisiert. Aber so auf lustig, so eine Trinkwasserversorgung von einem Dorf einfach aufstauen, damit da keiner mehr Wasser hat, oder? Eins in die Kommentare, wenn ihr das wollt, dass ich das mal als kleines Videoprojekt mache. Einfach mal den Leuten die Lebensgrundlage wegnehmen. Actually funny. Leute, sehr, sehr geiles Video. Kuss auf jeden Fall an die Real Life Guys, meine Freunde. Und wir sehen uns morgen wieder, wenn es wieder heißt. Es heißt wieder, wenn es wieder heißt. Es heißt wieder. Wenn es wieder heißt, es wird wieder heißen.